Die PlayStation 4 ist nun 10 Jahre alt und ich zeige euch heute die 25 besten Spiele für diese Konsole, meiner Meinung nach. Moin, moin, moin! Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu meinen persönlichen Lieblingsspielen auf der PlayStation 4 Version 3.0. Denn nach 2017 und 2020 wird es, glaube ich, mal wieder Zeit, meine persönliche Bestenliste ein wenig zu aktualisieren. Denn in den letzten Jahren ist viel passiert. Nicht nur, dass die PlayStation 5 mittlerweile die Zügel in die Hand genommen hat. Nein, ich habe auch einige Spiele nachgeholt. Es sind neue Spiele erschienen und natürlich verändert sich im Laufe der Jahre auch ein wenig der eigene Geschmack, beziehungsweise man sieht Spiele aus einer anderen Perspektive und in einem anderen Kontext, sodass ich ganz, ganz dringend das Bedürfnis hatte und auch passend zum Abschluss dieser legendären Konsole ein weiteres Mal meine persönliche Bestenliste zu aktualisieren und hier in Videoform euch zu präsentieren. Natürlich gibt es wie immer auch ein paar Regeln, sonst wird das Ganze ein wenig zu chaotisch und zu ausufernd. Dementsprechend keine Remaster, keine Ports, keine Online-Multiplayer-Spiele, nur ein Spiel pro Franchise und auch keine Spiele, die zeitgleich und nativ auch für die PlayStation 5 erschienen sind. Sprich, alles, was quasi nach November 2020 erschienen ist und nicht exklusiv für die PlayStation 4 kam, werdet ihr in diesem Video nicht wiederfinden. Zum Beispiel Elden Ring oder God of War Ragnarok. Gut, das war's, es geht los. Ab geht's. Platz 25, Astrobot Rescue Mission. Und wie immer starten wir so eine Liste bei mir mit einem etwas andersartigen Titel. Und diesmal ist es halt ein VR-Spiel. Aber wenn man mal ehrlich ist, Astrobot Rescue Mission ist nicht nur einfach ein VR-Spiel, es ist eines der besten Plattformer-Games aller Zeiten. Wenn ihr Spaß an 3D-Collectathons, also Sammelmarathons habt, dann ist dieses Spiel wirklich herausragend. Und das Ganze halt beflügelt von seiner unglaublichen Immersion dank der PlayStation VR-Brille. Hier steuert ihr nicht nur den kleinen Captain Astro durch viele abwechslungsreiche und total kreative Welten, sondern seid auch gleichzeitig selbst Teil des Spiels und müsst immer wieder irgendwelchen Gegnern oder Geschossen ausweichen oder euch aktiv in der Welt umherschauen, um Gegenstände oder Wege zu finden. Hinzu kommt ein großartiger Soundtrack und ein Spielerlebnis, das sich einfach nicht anhand von Bildern beschreiben lässt, sondern was man einfach mal wirklich in VR erlebt haben muss. Wirklich ein geiles Game und mein Platz 25, Astrobot Rescue Mission. Platz 24, Death Stranding. Hideo Kojimas skurriles Postboten-Simulationsabenteuer aus dem Jahre 2019 ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Vor allen Dingen, weil das Gameplay halt so komplett anders ist als das, was man sonst von Open World oder Action-Adventure-Spielen gewohnt ist. Aber nichtsdestotrotz überzeugt dieses Spiel durch eine unfassbare Atmosphäre, eine tolle Geschichte und vor allen Dingen halt durch sein sehr einzigartiges Gameplay, bei dem ihr als einsamer Postbote Sam Porter Bridges die in einer apokalyptischen Welt voneinander getrennten Orte der USA neu miteinander verbinden müsst. Dafür nehmt ihr nicht nur die Gefahren und auch die Einsamkeit dieser ungewöhnlichen Welt auf euch, sondern baut auch neue Wege durch Straßen oder Ziplines, mit denen ihr dann viel, viel leichter über Berge oder sonstige Hindernisse kommt. Das Ganze ist total skurril und wirklich ein obstruses Spiel, aber wenn man halt auf Hideo Kojima steht und mal etwas ganz, ganz Eigenes erleben will im heutigen AAA-Einheitsbreimarkt, dann ist dieses Spiel wirklich etwas ganz, ganz Besonderes und Cooles. Death Stranding, mein Platz 24. Platz 23, Metro Exodus. Metro Exodus ist für mich einfach eins der besten First-Person-Shooter-Spiele der letzten Jahre. Das liegt zum einen an seiner großartig und sehr atmosphärischen postapokalyptischen Welt, welche im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht mehr nur im Untergrund der Moskauer U-Bahn spielt, sondern auch an der Oberfläche. Und daraus entspinnt das Spiel dann einen wirklich coolen Roadtrip durch mehrere unterschiedliche kleine Welten von Ost nach West entlang Russlands, die alle total unterschiedlich und sehr, sehr erinnerungswürdig sind. Hinzu kommen natürlich aber auch immer wieder sehr, sehr düstere und leicht horrorhafte Untergrundmissionen, die skurrilen und teilweise selbstgebauten Luftwaffen und einfach diese unglaubliche
ausgearbeitete Welt von Metro und seine wirklich diesmal sehr faszinierenden Charaktere. Selten war das Überleben und das Erkunden einer postapokalyptischen Welt so spannend wie hier und von daher musste Artoms Abenteuer hier für mich ganz klar auf diese Liste. Platz 23, Metro Exodus. Platz 22, Return of the Obra Dinn. Was soll ich sagen? Return of the Obra Dinn ist für mich einfach das beste Detektivspiel aller Zeiten. Als Angestellter einer Versicherung werdet ihr hier beauftragt, die mysteriösen Ereignisse des Geisterschiffes Obra Dinn zu entschlüsseln. Denn dieses Schiff galt jahrelang als verschollen und als es wieder in den Hafen eintrudelt, sind alle Passagiere auf diesem ermordet. Was ist hier passiert? Mit Hilfe einer mysteriösen Taschenuhr, die es euch ermöglicht, zum Zeitpunkt des Todes eines Opfers zurückzuspringen, versucht ihr die Geschehnisse an Bord dieses Schiffes rückblickend aufzudecken. Und so rätselt und kombiniert ihr euch mit Ausschlussverfahren und Deduktion durch eine monochrome Einbildwelt in diesem fantastischen Rätselabenteuer von Lucas Pope, dem Macher von Papers, Please. Für mich eines der besten Indie-Games aller Zeiten, eine unfassbar coole Erfahrung, ein grandioser Soundtrack und einfach eins der besten Spiele auf der PlayStation 4. Return of the Obra Dinn. Platz 21. Marvel's Spider-Man. Spider-Man ist einfach das perfekte Rundum-Sorglos-Paket für die PlayStation 4. Geile Kämpfe, eine fantastische Welt, eine tolle und auch unerwartet emotionale Story, extrem spaßige Spielmechaniken wie zum Beispiel das unglaublich kultige Schwingen durch die Häuserschluchten New Yorks und das Ganze trifft dann auch noch punktgenau mit seinem Superhelden-Setting den aktuellen Zeitgeist, zumindest 2018. Einfach ein extrem schick designtes, spaßiges, flutschiges Abenteuer, das in keiner PlayStation 4-Sammlung fehlen darf. Marvel Spider-Man. Platz 20. Yakuza Zero. Dies war mein erster Kontakt mit diesem legendären Franchise und was soll ich sagen? Yakuza Zero ist ein unglaublich geil erzähltes Action-Adventure, das aus zwei Perspektiven und mit zwei unterschiedlichen Charakteren eine spannende Geschichte erzählt, die einen als Fan von storygetriebenen Spielen einfach an den Bildschirm fesselt. Dabei ist es aber nicht nur dramatisch und emotional, sondern immer auch wieder skurril und albern, so dass hier gepaart mit seinem schnellen und extrem brutalen Kampf ein wirklich spannendes und tolles Spielerlebnis entsteht. Ich kann endlich verstehen, warum Yakuza so eine Kultserie ist. Und das liegt einfach an diesem unglaublichen Meisterwerk von Sega. Yakuza Zero, mein Platz 20. Platz 19. Resident Evil 2 Remake. Vielleicht eins der besten Remakes aller Zeiten zu einem der besten Horrorspiele aller Zeiten. Resident Evil 2 auf der PlayStation 1 ist eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Und als dieses Remake 2019 auf den Markt kam, war es nicht nur extrem gut, sondern Remakes waren auch noch nicht so ein häufiges Phänomen, sodass sich dieses Spiel damals extrem frisch und besonders anfühlte. Und ja, auch wenn ich zugeben müsste, dass vielleicht auch Resident Evil 7 hier den Platz durchaus verdient hätte, hängt halt einfach doch zu viel Nostalgie an Resident Evil 2 und das Remake überträgt auch in seiner neueren Version diese einfach unfassbar gut. Auch technisch ein absolutes Brett und für mich die Blaupause, wie ein aktuelles Remake heutzutage aussehen muss. Es captured den Spirit des Originals, garniert es aber einfach mit hochmoderner Technik und bereitet so einer neuen Generation von Gamern das gleiche Spielerlebnis. Einfach herausragend. Resident Evil 2. Mein Platz 19, ne? 19. Platz 18. Sekiro. Shadows Die Twice. Das wahrscheinlich beste reine Actionspiel auf dieser Liste, From Softwares Meisterwerk aus dem Jahr 2019. Schnelle, actionreiche Schwertkämpfe, gepaart mit Ninja-Stealth-Elementen und garniert mit dem typischen herausfordernden From Software Game Design. Sekiro ist einfach ein rasanter Action-Cocktail. Gerade das Kampfsystem mit seinen coolen Kontermechaniken oder dem Fokus auf die Haltung und nicht zwangsweise auf das Leben des Gegners macht dieses Spiel zu etwas ganz, ganz Besonderem. Wenn auch, wie gesagt, sehr, sehr anspruchsvollen. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann wird man hier auch wirklich, wirklich belohnt. Ich erinnere mich hier total gerne an den allerletzten Endboss. Für mich eine der stolzesten Videospielerinnerungen überhaupt. Denn als ich diesen endlich nach 5 bis 6 Stunden und unendlich vielen Tries gelegt hatte, gab es kaum einen Moment, der sich so gut angefühlt hat wie mein Sieg hier. Einfach ein verdammt geiles Spiel. Sekiro Shadows Die Twice. Mein Platz 18. Platz 17.
Outer Wilds. Der, ich glaube, neueste Zugang auf dieser Liste. Ein Spiel, was ich erst vor kurzem nachgeholt hat, aber eins, welches mich nachhaltig geprägt hat. Kaum ein Explorationsabenteuer hat mich so gefesselt wie dieses kuriose Space-Abenteuer. Mit eurem kleinen, schrubbeligen Raumschiff liegt es an euch, die Geheimnisse einer kleinen Galaxie aufzudecken, die alle 21 Minuten in sich selbst zusammenfällt bzw. implodiert. Jeder der unterschiedlichen Planeten folgt dabei eigenen Gesetzen und eigenen Regeln, die es dann gilt zu entschlüsseln, um den Geheimnissen dieses kuriosen Sonnensystems auf den Grund zu gehen. Einfach unglaublich spannend und faszinierend, begleitet von einem absolut atemberaubenden Main-Theme, das ich mir einfach stundenlang anhören könnte. Sicherlich hier auch nicht für jedermann, aber wenn ihr euch drauf einlässt, dann ist Outer Wilds einfach ein absolut geiles Erlebnis, das man einfach mal gespielt haben muss. Outer Wilds für die PlayStation 4. Platz 17. Platz 16. Wolfenstein 2 The New Colossus. Die Fluchtszene in Wolfenstein 2 ist das geilste, was ich je in einem Videospiel erlebt habe. Wolfenstein 2 ist einfach absurd und doch so geil. Und das liegt zum einen an seinem relativ coolen und spaßigen Gunplay, was auch wirklich anspruchsvoll und herausfordernd ist, aber wie ich eben auch schon angedeutet habe, an seinem tollen Writing. Kaum ein Spiel dieses Genres hat so coole, ausgearbeitete Charaktere, so eine coole Prämisse und so ein interessantes Setting, das immer wieder mit absurdesten Situationen bombardiert wird. Man denke an das Casting bei Hitler. Es ist einfach so witzig, es ist so skurril, aber auch brachial, brutal, mit einem fantastischen Ende und für mich eins der besten First-Person-Shooter-Spiele während dieser Generation. Ich freue mich schon so auf den dritten Teil. Bis dahin bleibt aber hier Wolfenstein 2 The New Colossus, mein Platz 16. Platz 15, Days Gone. Days Gone war und bleibt für mich einfach ein Herzensspiel, was wahrscheinlich viel zu hoch gewichtet ist auf dieser Liste voller Schwergewichte, aber es ist mir egal. Ich habe einfach einen Softspot für dieses Spiel. Der harte Biker Deacon St. John, der in einer postapokalyptischen Zombie-Welt auf der Suche nach seiner Frau ist, hat es mir einfach angetan. Ich weiß nicht warum und wieso, aber das Spiel trifft bei mir einfach genau den richtigen Nerv. Es macht einfach Spaß, mit seinem Bike durch Oregon zu heizen, die coolen, innovativen Zombie-Horden zu bekämpfen oder mit den vielen tollen und interessanten Charakteren zu interagieren. Außerdem hat das Spiel auch einen richtig geil lizenzierten Soundtrack, der immer wieder gekonnt eingesetzt wird, um den Spieler immersiv in die Welt hineinzuziehen. Und ja, ich gebe zu, das Spiel hatte zu Anfang ein paar kleine Bugs und war technisch nicht einwandfrei, aber das stört mich halt nicht, wenn der Rest des Spiels so fesselnd ist. Für mich einfach ein Herzensspiel, das ich nicht erklären kann. Ich mag es einfach. Ich liebe es. Mein Platz 15. Days Gone. Platz 14. It Takes Two. Und ja, es sagt schon einiges über die Qualität der PlayStation 4 Bibliothek aus, wenn mein Spiel des Jahres 2021 hier nur auf Platz 14 eintrudelt. Dieses 3D-Action-Adventure-Jump'n'Run ist einfach das perfekte Koop-Spiel. Unendlich kreativ, unendlich charmant, ständig neu und immer anders als alles andere, was ihr hier auf dieser Liste finden werdet. Und ja, ich weiß, ich breche so ein wenig meine eigenen Regeln, weil das ja ein Online-Multiplayer-Spiel ist und ja, weil es auch zeitgleich nativ auf der PlayStation 5 erschienen ist, zumindest digital. Aber das ist mir in diesem Fall egal. Es muss auch immer eine Ausnahme zur Regel geben. It Takes Two ist einfach ein außergewöhnlich tolles Videospiel, was einfach nur die Definition von Spielspaß ist. Grapscht euch zwei Controller, nehmt euch euren Partner, nehmt euch zwei, drei Abende Zeit und zockt It Takes Two, dann werdet ihr wissen, wovon ich spreche. Einfach unglaublich gut. It Takes Two hier in der physischen PlayStation 4 Version. Platz 13, The Last of Us Part 2. Und ja, man kann von der Story hier halten, was man will. Nicht jeder mag es, das haben wir mittlerweile alle mitbekommen, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Spiel wirklich phänomenal ist. Das Gameplay, die Optik, die Musik und vor allen Dingen natürlich auch seine Story sind wirklich außergewöhnlich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie dieses Spiel aussieht. Denn was Naughty Dog hier auf der PlayStation 4 abgeliefert hat, ist wirklich Hammer. Das kann man einfach nicht anders betiteln. Die Animation, das Motion Capturing, die Performance, der Detailgrad der Spielwelt, das ist einfach wirklich herausragend. Und gepaart mit den geliebten Charakteren aus den Vorgängern und
halt Abby, entsteht hier etwas ganz, ganz Einzigartiges. Und ja, ich weiß, die Story ist halt Geschmackssache. Sie wird nicht jedem gefallen, aber sie wird jeden bewegen. Und das ist doch das, was am Ende zählt. Und ja, auch ich muss zugeben, nicht alles, was hier passiert, finde ich wirklich, wirklich gut. Aber es gibt ja halt auch Momente, die haben bei mir gesessen, wie zum Beispiel das Finale, wie in kaum einem anderen Videospiel. Selten habe ich mich so aufgewühlt gefühlt und wie gesagt, wenn ein Spiel das schafft, dann sagt das schon etwas über seine Qualität aus. Von daher muss es hier ganz klar auf meine Liste. The Last of Us Part 2, Platz 13. Platz 12, Titanfall 2. Ja, und nach Metro Exodus und Wolfenstein 2 kommt nun für mich der beste First-Person-Shooter auf diesen System, das unglaublich gute Titanfall 2 von Respawn. Fantastisches Gunplay, rasantes Movement, eine coole Buddy-Story zwischen einem Kampf-Mech, den namensgebenden Titan und seinem Piloten und ein herausragendes Level-Design machen dieses Spiel einfach zu einem der besten Spiele dieses Genres. Ich habe es auf diesem Kanal schon unendlich oft erwähnt und ich hatte dieses Spiel auch bisher in jeder Iteration dieses Videos. Dieses Spiel ist einfach ein Must-Play, wenn ihr auf First-Person-Shooter steht. Es gibt hier einfach ein paar Momente, ein paar Level, die sind einfach so herausragend, so geil. Ich habe sie schon hundertfach beschrieben, ne? Mit der Zeitreiseuhr oder den Mech-Kämpfen. Es ist einfach nur geil. Ein herausragender First-Person-Shooter, den ihr unbedingt mal gespielt haben muss. Titanfall 2, mein Platz 12. Platz 11, Final Fantasy VII Remake. Und ja, es tut mir schon irgendwie ein bisschen leid, dieses Spiel nicht in der Top 10 zu platzieren, denn es ist eigentlich ein richtig, richtig geiles, modernes JRPG. Aber im Grunde habe ich dann doch irgendwie ein paar Punkte in der B-Note abgezogen, weil es halt nur ein Teil eines Großen und Ganzen ist. Ne? Ihr erlebt hier halt nur das erste Drittel des Ursprungsspiels und dann ist es ja halt auch nur ein Remake, sodass ich schlussendlich anderen Titeln hier den Vorrang gewährt habe. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Final Fantasy VII Remake wirklich ein herausragendes Spiel ist. Selten hatte ich so viel Spaß mit einem modernen Action-Rollenspiel wie hier. Es hat einfach wunderbar irgendwie alle Facetten des Originals eingefangen und sie auf modernes Game-Design und eine moderne Technik übertragen. Darüber hinaus traut es sich aber auch, neue Wege zu gehen und Türen zu öffnen für spätere Titel, die sich vielleicht ein wenig weiter wegbewegen vom Original. Das Ganze fühlt sich aber nie irgendwie aufgesetzt an, sondern einfach so, als würden die Entwickler dennoch versuchen, den Spielern das bestmögliche Final Fantasy VII Erlebnis zu bieten. Ich kann dieses Spiel nur allen empfehlen, die Bock auf JRPGs haben oder auf Action-Rollenspielen und ich kann es kaum erwarten, im Februar endlich Teil 2 Final Fantasy VII Rebirth zu spielen. Bis dahin bleibt Final Fantasy VII aber hier auf meiner 11. Platz 10, Uncharted 4. A Thief's End. Naughty Dogs Schwanengesang für die Uncharted-Serie ist wirklich phänomenal. Und gerade nachdem ich es dieses Jahr nochmal gezockt habe, hat dieses Spiel nochmal ein paar Plätze gut gemacht hier auf meiner Liste. Denn je älter man wird, umso mehr kann man dann doch Nathan und Elena und ihre Handlung in diesem Spiel nachvollziehen und sich doch nochmal besser in sie hineinversetzen. Uncharted 4 ist einfach der perfekte Abschluss für die Uncharted-Serie und das Ganze natürlich wie immer spielerisch, aber auch von seiner Optik her auf einem außergewöhnlichen Level. Kaum ein Spiel sah oder sieht heutzutage so gut aus wie Nathan Drakes viertes Abenteuer. Der neue Greifhaken gepaart mit einem etwas offeneren Leveldesign macht die Kämpfe deutlich taktischer und vor allen Dingen dynamischer. Die Inszenierung bzw. das Performance Capturing und das Voice Acting, aber auch die Dialoge selbst sind wirklich phänomenal und die Action und die Set Pieces sind natürlich serientypisch einfach nur eine Wucht. Einfach ein Action-Adventure, Meisterwerk und ein Spiel, was in den letzten Jahren immer weiter in meiner Gunst gewachsen ist, weil es sich einfach meine eigene Perspektive ein wenig verändert hat. Und ja, ich kann das irgendwie schwer erklären. Ich mag dieses Spiel einfach immer und immer mehr. Und hier mein Platz 10, Uncharted 4, A Thief's End. Genauso gut übrigens ist auch das Standalone-Add-on The Lost Legacy. Kann man genauso gut hier mit reinpacken, also großartig. Platz 9, Persona 5. Eins der besten JRPGs
aller Zeiten. Ich habe es hier zwar nur in meiner ursprünglichen Persona 5 Variante in der Hand, aber gespielt habe ich damals die Royal Edition, die ich mittlerweile aber ausgetauscht habe gegen die PS5 Version. Egal, darum soll es hier nicht gehen, denn Persona 5 ist einfach großartig. Tolle rundenbasierte Kämpfe, eine grandiose Inszenierung mit seinem total genialen schwarz-rot-weißen Designschema, tolle Charaktere und natürlich der Persona-typische Lebenssimulations-Dungeon-Crawler-Gameplay-Mix. Sprich, tagsüber seid ihr in der Schule und müsst dort euren Highschool-Alltag managen und nachts seid ihr als Teil der Phantom Thieves in den Gedanken und Herzen von Menschen unterwegs, um deren Gesinnung zu beeinflussen. Hört sich alles abstrus an, ist aber wirklich, wirklich geil und kumuliert hinten raus in einem richtig krass geilen Twist, der mich als Spieler total ins Schwarze getroffen hat. Ich liebe Persona 5, auch ein Spiel, was ich erst in den letzten Jahren nachgeholt habe, aber das soll die Wirkung dieses Spiels nicht mindern. Ein wirklich herausragendes Rollenspiel. Persona 5 Royal, mein Platz 9. Platz 8, Ghost of Tsushima. Mein Spiel des Jahres 2020. Und dementsprechend muss dieses Spiel natürlich auch hier in meiner Top 10 gewürdigt werden. Für mich eins der besten Open-World-Spiele aller Zeiten, weil es nicht nur eine fantastische Optik bietet, sondern auch gekonnt die Mechaniken seines Kampfsystems und der Open-World mit seiner Narrative verbindet. Denn als ehrenhafter Samurai Jin Sakai ist es eigentlich nicht eure Art, Gegner heimlich zu töten oder mit Gift, sondern am besten natürlich ehrenvoll. Aber wie weit würdet ihr gehen, um eure Familie zu retten? Was ist euch wichtiger, Familie oder Ehre? Und diesen inneren Konflikt stellt das Spiel irgendwie richtig, richtig cool dar und motivierte mich total, alle Facetten dieser Welt aufzusaugen. Hinzu kommt, wie gesagt, eine extrem krasse Optik. Das Spiel sieht einfach nur wunderschön aus und ein wirklich, wirklich ausgefeiltes Kampfsystem, was mir extrem viel Spaß gemacht hat mit seinen unterschiedlichen Haltungen, die alle irgendwie taktischen Nutzen haben für die jeweiligen Gegner. Eins der besten PlayStation 4 Exklusivspiele dieser Generation. Ghost of Tsushima. Platz 7, Chained Echoes. Und ja, ich halte hier nur einen Platzhalter in die Kamera. Die physische Version dieses Spiels habe ich zwar vorbestellt, aber ich habe sie noch nicht wirklich in der Hand. Und man muss hier auch sagen, das Spiel ist erst 2022 erschienen, aber es gibt keine native PlayStation 5 Version. Dementsprechend gilt das hier für mich als PlayStation 4 Spiel. Und ja, ich konnte es auch einfach nicht lassen, dieses Spiel nicht auf diese Liste zu packen. Denn Chained Echoes ist das beste JRPG, das beste klassische JRPG seit über 20 Jahren. Wer Spiele wie Final Fantasy 7, 8, 9, Suikoden 2, Xenogears oder Chrono Trigger liebt, der wird Chained Echoes lieben. Ein toller 16-Bit-Grafik-Style, wirklich ausgefeilte und höchst interessante Charaktere und ein wirklich spannendes Kampfsystem, bei dem es in gewissermaßen darauf ankommt, eine gewisse Balance zwischen all seinen Fähigkeiten zu halten, machen dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem. Auch das Auflevel- und Progressionssystem, bei dem man gewissermaßen frei wählen kann, wie man sich entfalten will, hat mir extrem gut gefallen. Und ich mag es, dass es in gewisser Weise möglich ist, manche Charaktere wirklich zu overpowern. Also Sienna mit Agility und Crit, eieiei, das macht schon wirklich Bock. Aber vor allen Dingen narrativ hat es mir Chained Echoes angetan. Stellt euch The Witcher 3 in einer Art JRPG-Form, dann könnt ihr ungefähr erahnen, in welche Güte dieses Spiel mit seinen Storys und seinen Missionen geht. Alle Charaktere haben eigene Missionen und eigene, teils dramatische Hintergründe, die es wirklich wert sind zu erfahren. Für mich ist Chained Echoes einfach eins der besten JRPGs aller Zeiten und dementsprechend gehört es hier auch ganz, ganz weit nach oben auf meine Liste. Platz 6, What Remains of Edith Finch. Ja, für mich der beste Walking Simulator hier auf der PlayStation 4. Ein wirklich toll erzähltes Spiel mit ganz, ganz vielen kuriosen Gameplay-Momenten und einer wirklich herzzerreißenden emotionalen Story, was an bestimmten Momenten wirklich extrem viel bei mir ausgelöst hat. Ne? Die Geschichte von Louis Finch zum Beispiel bleibt für mich immer in meinem Herz gebrannt. Wirklich krass einfach nur. Auch hier weiß ich natürlich, dass nicht alle mit so einem Spiel warm werden. Aber wenn man sich auf sowas einlässt, dann bekommt man hier wirklich ein einzigartiges Spielerlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis, was Gameplay mit Storytelling verbindet und wo ihr als namensgebende Edith Finch herausfinden müsst, was mit den ganzen Mitgliedern eurer Familie passiert ist, denn diese sind alle auf mysteriöse Weise verstorben. Mehr will ich dazu aber nicht sagen. Spielt einfach What Remains of Edith Finch. Nehmt euch die 2 Stunden Zeit. Es ist einfach Magie. Platz 5.
The Witcher 3, Wild Hunt. Das Spiel muss hier einfach rein. Ich glaube, es gibt kein Spiel, was so krass Quantität mit Qualität verbindet wie The Witcher 3. So cool die Geschichten, die Storys und die Missionen auch geschrieben sind und so detailliert die Welt ist, so riesig ist sie dennoch irgendwie und das ist schon krass. CD Projekt hat hier einfach ein absolutes Meisterwerk im Genre geschaffen und das zu einer Zeit, als andere Spiele noch gefühlt aussahen wie hochskalierte PlayStation 3 Spiele. Geralts Abenteuer und seine Suche nach Stieftochter Ciri sind einfach absolutes Pflichtprogramm für jeden Gamer und dementsprechend musste es hier auch in meine Top 5. The Witcher 3, Wild Hunt. Und nein, Cyberpunk 2077 hat hier nicht mal ansatzweise eine Chance gegen dieses Spiel. Nicht mal ansatzweise. Platz 4, Bloodborne. From Softwares Meisterwerk aus dem Jahr 2015, wahrscheinlich mit das beste Souls-like-Spiel aller Zeiten, weil es halt so elegant ein flutschig geniales Kampfsystem mit dieser doch so faszinierenden, gotischen, Cthulhu-artigen Welt verbindet. Bloodborne ist einfach ein unfassbar brachiales, tolles Erlebnis, das auch natürlich hier nicht jedermann ansprechen wird aufgrund seiner Natur als herausforderndes From-Software-Spiel. Aber ich kann auch nur hier sagen, wer sich darauf einlässt, der wird wirklich die Speerspitze des Genres erleben. Ein Spiel wie aus einem Guss, ein absolutes Meisterwerk. Mein, doch, Lieblings- From Software Spiel zusammen mit Elden Ring, aber Elden Ring ist ein PS5 Spiel. Daher hier Platz 4 sind wir. Bloodborne. Platz 3. Red Dead Redemption 2. Ja, wir hatten jetzt hier schon einige Open-World-Spiele auf dieser Liste, aber der Grund, warum diese Spiele hier überhaupt auf diese Liste durften, das ist dieses Spiel, Red Dead Redemption 2. Das für mich beste Open-World-Spiel aller Zeiten und wie gesagt halt auch das Spiel, was mich zurück ins Genre geholt hat. Denn zu einer Zeit, als viele, viele Open-World-Spiele einfach nur noch mit aufgeblähter Masse und mit generischen Sammel- und Bringaufgaben, belanglosen Aktivitäten und unnötigen Sammelgegenständen einfach nur so aufplusterten und mich dadurch immer und immer weniger ansprachen, war es halt Red Dead Redemption 2 mit seinem so entschleunigten und realistischen und vor allen Dingen auch so interessantem Western-Setting, was mich wieder mit an Bord holte. Ich liebe die Geschichte um Arthur Morgan und die Vanderlinde-Gang und wie das Spiel deren Zerfall über die Jahre aufzeigt. Ein richtiger Slowburner in einer fantastischen Welt mit vielen ikonischen und fantastischen Momenten, untermalt von einem grandiosen Soundtrack und für mich das beste Prequel aller Zeiten, weil es einfach seine Fortsetzung, die ja eigentlich viel früher erschienen ist, im Nachhinein noch so viel besser macht. Einfach ein Meisterwerk. Red Dead Redemption 2 für die PS4. Mein Platz 3. Platz 2. God of War. Und auch hier muss ich sagen, selbst wenn es die Regel ein Spiel pro Franchise nicht gegeben hätte, würde ich hier God of War Ragnarok bevorzugen. Einfach weil dieses Spiel gigantisch ist. Zum einen veränderte es nicht nur die komplette Struktur und das Gameplay dieses Franchise, sondern es erzählte halt auch eine wirklich faszinierende und spannende Geschichte, die mich total gefesselt hat. Kratos und Atreus' Reise, die Asche ihrer Mutter bzw. Ehefrau auf dem höchsten Gipfel der nordischen Reiche zu verstreuen, klingt auf dem Papier zwar so einfach, aber wird zu einem fantastischen Abenteuer, das kein Spieler jemals wieder vergessen wird. Die Welt ist einfach nur faszinierend. Das Kämpfen macht so viel Spaß mit seinen ganzen unterschiedlichen Combo-Ketten und Moves. Und die Inszenierung ist einfach nur einmalig, denn das ganze Spiel ist ein einziger One-Take. Es gibt keinen einzigen Schnitt. Von vorne bis hinten erlebt ihr alles aus den Augen von Kratos. Ein absoluter PlayStation-Klassiker, eins der besten Action-Adventure aller Zeiten. Ein absoluter Pflichttitel für jeden Gamer überhaupt. God of War, Platz 2. Platz 1, Nier Automata. Ja, und natürlich haben es die meisten gewusst, denn dieses Spiel ist einfach eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Warum? Zum einen, weil es einfach unglaublich gut spielbar ist. Ein richtig tolles, rasantes, flutschiges Kampfsystem. Es bietet eine unfassbar interessante Spielwelt, eine hochemotionale Story, gepaart mit dem wahrscheinlich besten Soundtrack in einem Videospiel
aller Zeiten. Darüber hinaus hat es eine sehr, sehr einzigartige, aber für die Serie typische Struktur, die ich hier gar nicht so wirklich spoilern will, die ihr selbst erleben müsst, wenn ihr dieses Spiel einmal spielt. Und das solltet ihr, denn Nier Automata ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Ein Spiel wie kein anderes. Ein Spiel, was mich ganz zum Schluss einfach nur noch aufgewühlt in meinem Sessel zurückgelassen hat, wie kein zweites. Einfach phänomenal. Eins meiner, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel überhaupt. Nier Automata. Es muss wiederholt hier auf Platz 1 in meiner Liste der besten PlayStation 4 Spiele aller Zeiten. Das war meine Top 25. Ne? Es war extrem schwer, das hier alles auf die paar Titel zu begrenzen. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Überblick über, ich sag mal, Honorable Mentions Spiele, die durchaus irgendwie noch einen Platz hier auf der Liste verdient haben in zufälliger Reihenfolge. Ne? Es gibt halt so viele Spiele auf der PlayStation 4. Es ist wirklich krass. Und wenn für euch hier ein Spiel auf der Liste fehlt, dann liegt es wahrscheinlich sicherlich daran, dass es aufgrund meiner eigenen Regeln nicht zulässig ist oder dass ihr einfach einen schlechten Geschmack habt. Tschüss!